Okay, ich sehe, wir brauchen echt viel Stroh. Oh, ich glaube, Kasi ist drin. Okay. Ich brauche für drin also auch noch gefühlt 5000 Holzstämme. Finde ich sinnvoll. Aber ich glaube, mir wird gleich wieder warm sein. I'm heat, I'm roasted. Ja, I'm roasting out here. Ja, das finde ich auch. Schwimmen wir noch ein bisschen. Du rennst bei mir die Steinwand hoch. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Doch, doch, das ist genau das ist mein Ziel. Ich versuche die Steinwand einfach zu irritieren. Machen die bei Naruto auch ständig. Da dachte ich mir, es wäre sinnvoll, das auch zu machen. Ich nehme an, da du nicht mit mir redest, bist du wieder rausgeflogen? Oder habe ich was Falsches gesagt? Möchtest du nicht mehr persönlich mit mir reden? Hm? War es mit dem FKK vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten? Endlich macht der Rage-Bier auch ein bisschen Sinn. Boah, hier liegen aber auch echt viele Steine, ne? Und Stöcker, die nehmen wir alle noch mit. Und nochmal ein paar... Oh, ein Löwenzahn. Hm, ein Löwenzahn. Dann holen wir uns die Axt noch. Bäm. Dreimal in den Nacken geschlagen hier. Bäm. Ja, Mann, ich hab's ihm gezeigt, dem Baum. Der wehrt sich nicht mehr so leicht. Der wird nicht aufmüpfig. Oh, ich bin überladen. Wie konnte das denn passieren? Könnte es daran liegen, dass ich einfach alles mitnehme, was nicht nied- und nagelfest ist? Vielleicht. Aber nur ein bisschen. Mhm. Und ich einfach 15 Steine im Inventar habe? Okay, es sind 30, sorry. Ja, doch, ich arbeite daran, Bruder. Machen wir hier nicht so einen Aufstand. Okay, ich bin auch nur fast 50% drüber, 100% drüber, ne? Also, ich kann 55 tragen und 92. Naja, was willst du denn machen? Das nehme ich. 2% mehr Temperaturtoleranz. Da sehe ich mich einfach. Jetzt habe ich 4% Temperaturtoleranz. Kasi, ich schwitze einfach nicht mehr. Achso, ich wollte ins Inventar gucken. Brauche ich den Eimer? Brauche ich den Bronzespeer? Ich weiß es nicht. Also die Resistenz. Also ich schaffe momentan 4% mehr Temperatur. Und das hat mich ein bisschen hier unten... Da siehst du es. Also vorher war ich hier, jetzt bin ich da. Ja, also den Eimer behalten wir definitiv. Fischbär. Komm, werfe ich erstmal 2 weg. Dann kann ich zumindest erstmal laufen. Und dann muss ich erstmal ein bisschen was in die Kiste im Haus legen.
Das wird schon, Freunde, das wird schon. Ganz entspannt, locker, leicht und flockig. Darfst du meine Kiste auch nehmen? Ach, ich habe ja noch die Körbe vom Haus und die Truhe im Haus. Ich denke, das passt schon erst fürs Erste. Das sollte, glaube ich, funktionieren. Ach, sieht schon schön aus hier. So, wir machen die Außenwand erstmal fertig. Zack. Und dann würde ich einmal hier drin noch reinhauen. Und dann... Ach, das ist Kasis Haus. Das ist meins. Tour. Und dann schauen wir mal. Ich würde den Bronzespeer echt gerne darüber schmeißen. Genauso wie die Federn. Ich glaube mal, die werden wir später für Pfeil und Bogen nämlich noch ganz gut gebrauchen können. Das ist mit den Dingern immer so. Die 54 Fleisch würde ich gleich ein bisschen braten, dass ich ein bisschen was zu essen dabei habe. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, so für alle Fälle. Nochmal die 5 Kalkstein, die 13 Leder, das Roggenkorn, den Pelz. Die 34, den Temperaturtrank lasse ich auch mal draußen, den Löwenzahn auch. Kupferpfeil möchte ich ganz gerne beibehalten, wegen, und so, ne? Ihr wisst schon, wegen Schießen und so. Hier die Tollkirsche kann raus, da brauche ich jetzt erstmal nicht so viel. So. Wir machen jetzt mal 53. Ich bin, glaube ich, die nächsten 3 Minuten beschäftigt damit. Dann kann ich einen Schluck trinken. Ah. Ja, da sind wir wieder. Mitten in der Nacht. Jetzt muss ich aber gerade nicht. Was echt schade ist. Würde sich ja anbieten. Weißt du, wenn du mal die Chance hast, da gehst du wieder nicht. Es ist zum verrückt werden. Aber ich kann gleich gegenüber noch ein bisschen Stroh sammeln fürs Dach. Und vielleicht mal den einen oder anderen Baum zurechtstutzen. Okay, komm. Tja. Und ihr so? Alles schick? Sonst? Was macht da gerade Schönes? Wann müsst ihr morgen auf Arbeit sein? Also meine Wenigkeit muss morgen nicht zur Arbeit. Weil meine Wenigkeit hat immer noch Urlaub. Ja, Urlaub ist aber schon frech. Au, meine Ohren. Buja, ja. Ich habe jetzt gedacht, da kommst du jetzt mit dem Handy rein, dass ich dir gegebenenfalls Fragen beantworten kann, Schöne. Ja, dann mache ich lieber mal ein bisschen leiser, weil am Handy bist du ein bisschen lauter. Sorry. Und da sprengst du ein bisschen die Skala. Ich rede aber sogar leise eigentlich. Warte mal. Muss ich mal gucken, habe ich Discord? Irgendwo als Tonspur drin. Ach, hier Discord-Eingang. So, ich dürfte dich jetzt ein bisschen leiser gemacht haben. Ach, das ist toll. Ja, gut, jetzt sprengst du mir nicht mehr das Gehör weg. Schade. Was heißt hier schade? Weil jetzt gerade die Harley Quinn in mir rauslassen. Behalt die mal bitte in dir, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe gerade auch eine andere Befürchtung tatsächlich mit. Okay. Mit Dachgeschoss und der Hitze. Ja. Wenn ich mit der Route anfasse.
Da könnte ich ein Ei auch drauf braten, tatsächlich gerade, ne? Das hatte ich früher auch mal. Das ist gerade noch meine Spekulation dazu. Meinst du? Naja, ich bin hier jetzt in dem Dachgeschoss, ist ja doch ein bisschen warm hier drin. Ist jetzt auch mit Ventilator Stufe 3 da. Von 3. Gut, das war jetzt ausschlaggebend, das war wichtig. Und da, wo halt der Router ist, ist halt kein Ventilator drin. Deswegen lasse ich ihn jetzt gerade auch mal kurz abkühlen. Das ist vernünftig. Jetzt glaube ich auch sogar mit zum Ventilator. Ich würde jetzt sowas Weises sagen wie, pack ihn doch in den Kühlschrank. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ich glaube auch nicht. Es war ein Vorschlag. Ich habe getan, was ich konnte. Hast du denn dein Fleisch schon fertig? Ja. Hast du schon fertig? Okay. Natürlich, ich meine. Bin ja ein krasser Typ, ne? Das ist echt krass, ja. Aber wenn es ums Fleischbraten geht, bin ich so der kleine Cheater, der wo dann auf schnell herstellen oder so klickt, wie das heißt, in den Einstellungen. Okay. Dann machst du das einmal und dann hast du halt den ganzen Stapel, wie du es halt ausgewählt hast, fertiggestellt, ne? Ja, aber das machen wir nicht, weil wir sind ja cool. Nee, wenn man zu zweit ist, hat man auch ein bisschen mehr Zeit, finde ich. Das mag stimmen. Wenn man zu zweit wäre, sagst, ne? Aber es war halt auch nicht ganz so schlecht, weißt du, dann, weil ich meine, ich bin ja eh die ganze Zeit weggerannt. So. Gucken wir mal. Ja, leugnen kann man das jetzt nicht, das ist leider tatsächlich so. Also ich kann es nicht leugnen, leider. Oh, alles gut, easy peasy. Ich bin noch ein bisschen von Seven Days gebrandmarkt. Ja, da ist es aber genau andersrum. Wenn ich jetzt überlege, bis ich da mal geguckt habe, hast du schon das Ding hochgezogen gehabt, ne? Ja, aber das war auch, damit wir einfach für die Nacht eine gute Bleibe hatten. Das war... Genau. Du hast diese Zombie-Horde gesehen, die dann mal eben ums Eck kam. Ja. Ausnahmsweise habe ich die mal gesehen, ja. Ich meine, die war auch schwer zu übersehen. Ich denke mal auch ein, zwei Runden hier und ich stecke da auch voll mit drin, denn ich kenne mich auch ein bisschen besser aus. Und ich denke, es ist ähnlich wie bei Seven Days to Die, wenn du erstmal das richtige Werkzeug hast, dann kommst du auch besser über die Runden. Na klar. Also. Ich mache das aber jetzt vielleicht ganz klug tatsächlich. Ach so. Dass ich Discord am Handy laufen lasse. Okay. Und dann? Kann ich nämlich alles, was an Internet zur Verfügung steht, ja, reinbuttern, weil ich am Handy nicht mit dem WLAN verbunden bin. Okay. Aber über Datenvolumen ist doch auch schwierig. Habe ich genug. Ja, sagen sie alle, bis sie nicht mehr genug haben. Naja, für was brauche ich sonst das Datenvolumen? Weiß ich nicht. Also ich brauche es nicht. Ich schaue kein TikTok oder sowas mehr groß. Ist alles weg. Nicht? Mm-mm. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie TikTok. Ich bin so ein ganz oldschooler Typ. Manch einer würde mich Rentner nennen. Ja, aber mittlerweile auch eher selten. Ja, ich weiß nicht, es gibt mir das irgendwie nicht mehr. Kasi ist geheilt. Mhm. Und zack. Der nächste, bitte. Okay, das Dach ist gleich fertig.
jetzt noch hier vorne? Nee, tatsächlich, wenn ich dann auch am Handy da bin, ja, brauche ich nicht schnell rumtippen. So, weißt du, sondern so, okay. Mhm. Ich habe aber gerade Peak-Werte. Ich glaube, das Upgrade hat tatsächlich ein bisschen was gebracht. Was denn für ein Upgrade? Ach, abkühlen. Cool. Okay, entschuldige, hab mich verhört. Also quasi das Lager ist jetzt fertig. Sehr cool. Was können wir denn noch schon bauen, bis du wieder da bist? Können wir denn ein Nahrungsmittellager bauen? Weiß ich nicht. Wo sehe ich denn das? Ist mein Lager mit drin tatsächlich. Also bei Gebäude. Lager. Nee. Okay, dann nee, müssen wir für wir nicht. Lager. Dann muss man Landwirtschaft, glaube ich, erreichen, oder? Bestimmt. Mhm. Also wenn du das natürlich sagst, da bin ich voll deiner Meinung. Achso, ja, cool, Landwirtschaft 0 von 5. Mhm, okay. Jetzt pass auf. Tu es. ich tue jetzt erstmal hier ins Lager Stöcke, Stroh, das Pelz können wir hier rüber tun. Ja. Die Federn können wir hier rein tun. Mhm. Mhm. Die Säckchen kann man hier rein tun, wo ich habe. Mhm. Also wenn du im Inventar bist im Übrigen und dann auf was draufklickst, da siehst du verschiedene, also jetzt, ich habe zum Beispiel einen Apfelwein drin im Inventar und da steht dann unten meine Beschreibung und Nahrungsmittellage. Okay. Bei dem anderen Zeug steht der Materiallage, sprich alles, was ins wie jetzt zum Beispiel, wenn man Steinäxte reintut ins Materiallager, dann schnappt sich der Holzfäller automatisch diese Steinäxte aus dem Materiallager. Okay. Ja, das macht ja Sinn. Genau, und das Gleiche ist halt mit Essen und Trinken auch so ungefähr. Mhm. Ach ja, ich brauche noch 2 Holzstämme für mein Haus zum Fertigmachen. Ich muss auch noch was trinken. Ich muss mal was trinken. Ich gehe mir mal Holzstämme holen. Jawohl. Werde mir aber gleichzeitig auch irgendwas wollte ich mir noch bauen. Was wollte ich mir bauen? Weiß ich nicht. Ach so, eine Holzhacke. Ach so. Und dann tue ich uns nämlich schnell das Feld hacken. Hm. Und dann dürften wir das Materiallager tatsächlich schon freigeschalten haben. Krass. Ja, es geht voran. Mhm. So langsam, aber allmählich. Naja, Rom ist ja auch nicht auf einen Tag erbaut worden, ne? Nee, aber die haben auch etwas größer gebaut als wir. Naja, würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? Das Materiallager ist schon ein großes Gebäude. Das stimmt schon. Und drauf da. Bäm. Das will ich dann verkaufen. Fischbär. Nee, tue ich dann drüben rein. Kohl lasse ich bei mir wegen Essen. Fleisch lasse mir auch die 2 da. Salzfleisch auch. Die Tränke will ich dann auch verkaufen. Die lasse ich mir auch hier. So. Wenn du schlafen gehen willst, ne, sag's Bescheid, weil wir haben es doch schon 22 Uhr, 18 im Spiel gerade, ne? Ja, das sind wir Real Life schon weit voraus. Ein bisschen, ja. Ich will noch die Bäume hier zu Ende fällen und dann bin ich gleich da. Ich komme zurück, Kasi! Supi, das freut mich. Mich auch. So, jetzt haben wir aber noch nicht freigeschalten alles. Schade. Ach, da haben wir jetzt erst 1,2 von 5 freigemacht. Oh, da muss man für einiges an Dingen bauen.
Ja, das kriegen wir hin. Stück für Stück, nach und nach, und dann haut das schon irgendwie hin. Ja. Ich tue jetzt bei mir vor die Haustür. Oder nee, das mache ich bei uns dazwischen. Eine Plantage. Da können wir nämlich da dann so einen Apfelbaum, Kirschbaum, Hopfen. Okay. Anbauen. Ja. Ich glaube, am Wegesrand noch so ein kleines Ding. So ein kleines, wo wir dann so einen Kirschbaum hinpflanzen können, zum Beispiel. Da haben wir so einen kleinen Kirschbaum zwischen uns. Getrennt durch einen Kirschbaum. Sagt es Netflix, und die machen daraus einen Romantikfilm. Definitiv. Ja, die machen auch vor allem einen Romantikfilm. Guck mal, ich mach mal bei dir noch dahinter noch so ein Feld hin. Also ich zum Schluss wird mein Grundstück missbraucht. Naja, du musst es anders sehen. Und wie? Feldarbeiter sind die einzigen Arbeiter, die wirklich hin müssen zu der Arbeit, um was zu machen. Ist ja auch irgendwie logisch, sonst können sie ja das Feld nicht abernten. Ja. So, bis wir diese Feldarbeiter freigeschalten haben, dauert es ungefähr 1000 Jahre gefühlt. Cool. Yeah. Ja. Und auf jeden Fall, so können wir das dann eher selber machen, weißt du? Ja. Wenn es in der Nähe ist und wir wissen, wo sind die Felder, gerade am Anfang, die können wir ja zum Schluss dann abreißen. Haben wir das noch nicht freigeschalten? Hallo? Aber wir sind schon bei 3,8 von 5. Wir haben 30 Felder bei uns im Garten. Guck mal doch eigentlich... Ich bin mal so frech. Ich ziehe mal einen Weg, okay? Zu dir zum Haus. Ist in Ordnung. Interessant. Was denn? Ach, ich guck gerade so ein bisschen durch, was wir hier so alles so haben und... Gibt schon cooles Zeug eigentlich, ne? Definitiv. Finde ich auch. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich überlege gerade, wir könnten beim Materiallager jetzt erstmal auch noch Felder hinmachen. Die können wir dann abreißen, wenn wir dieses Steinesammlerzeug haben. Total. Geht da jetzt bloß darum, dass wir das Landwirtschaftszeug freischalten. Was entdeckst du denn? Ich habe gerade so ein paar Fertigkeiten im Fertigkeitenbaum freigeschaltet. Oh, und? Na, sowas wie Kaninchenfalle zum Beispiel. Oh, sehr cool. Nahrungsmittellager ist freigeschaltet. Finde ich cool. Ich auch. Vielleicht sind die Fallen auch ganz nützlich, wenn man im Winter jetzt erstmal ein bisschen Nahrung braucht. Definitiv, ja. Also ich würde jetzt aber schon sagen, aufgrund der Umstände würde ich jetzt doch eher die zweite Uhrzeit anpeilen, ne? Wie ist dir beliebt? Auf der Karte, wenn du M drückst, kannst du Filter oben auswählen. Wenn du einmal nach links klickst bei der Gesamtansicht, hast du wilde Tiere, dann siehst du, wo dann zum Beispiel Kaninchen sind. Okay, das macht natürlich mehr Sinn. Genau.
Und dann würde ich sagen, wenn du die Falle gebaut hast, gehen wir auch schlafen. Ja. Weil dann können wir am Tag ein bisschen auch nochmal erkunden und ein bisschen schauen, ob jetzt die Banditen wirklich weg sind zum Beispiel oder sowas, weißt du? Ja. Okay. Okay, die Kaninchen sind also eher da oben. Okay, gut, dann weiß ich da Bescheid. Interessant. Ich gehe mal Richtung Bettchen, ja? Okay, dann gehe ich auch einmal Richtung Bettchen. Hui. Schlaf bis zum nächsten Tag. Guck mal, wie krass gut das jetzt auch gerade funktioniert, wenn ich nicht im Discord bin. Finde ich super. Ja, ne? Ich würde mir dann einmal schnell das Zeug mitnehmen, dass wir vielleicht sogar in Richtung Stadt gehen. Dann könnten wir schon mal so einen Baum kaufen oder so. Weil die brauchen ewig, bis die so weit sind, weißt du? Ja. Und ich wette, du bist bestimmt auch schmutzig. Ich? Nein. Ich bin porentief rein. Würde ich jetzt bestimmt sagen, ist nicht so. Da hast du wahrscheinlich recht. Und da wir jetzt, wir könnten jetzt einen sogenannten Waschzuber bauen, haben aber Material nicht zu, deswegen machen wir die alte Katzenwäsche. Hm. Bist du noch aus drin? Nee. Ich stand eben neben dir. Ich bring ein Messer rein, hallo, Hilfe! Überfall, in meinem Häusle. Ach nee, warte, den Holzstamm will ich noch ins Materiallager legen. Mhm. Feder rüber, den Fischspeer tue ich jetzt rüber. Und den Holzstamm, genauso auch wie die Holzhacke, weil die bringt mir gerade gar nichts. Gar nicht? Nicht. Nee. Und die Stöcke auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal über dieses Banditenlager. Ja. Oder gehst du, Fische zu fangen? Nee, alles gut, kann losgehen. Okay. Oder gehen wir einfach den Fluss lang vielleicht, weil dann können wir so einen kleinen Blick erhaschen. Müssen wir uns aufpassen wegen den Wölfen später. Ja. Kann ich jetzt so pieksen? Ist im Übrigen auch PvE, ne? Ich wollte noch mal ganz kurz auf was gucken. Ja, nee, ist nichts. Alles gut, kann weitergehen. Okay. Geht weiter. Einfach schwimmen. Warte mal, jetzt. Da war ein Fässer, aber da ist. Hier ist bloß Roggen drin. Und hier ist Roggenbier drin. Das können wir verkaufen. Roggen mitnehmen können wir brauchen auf jeden Fall. Ja, ma'am. Irgendwo so, hier war noch. Ja, die waren hier oben irgendwo, aber die scheinen weg zu sein. Du hattest schon recht. Dann tun wir das Lager noch einmal ausrauben. Okay. Oder ist das Lager gar nicht mehr da? Also ich hab's nicht mehr gesehen. Die müssten irgendwo hier oben eigentlich gewesen sein. Ja, dann haben die das Lager tatsächlich sogar mitgenommen. Ach, so eine Schweine, die gönnen einem aber auch gar nichts. Aber das ist echt cool zu wissen, dass mit Jahreszeiten wechseln die auch woanders dann das Lager aufschlagen. Ja. Habe ich jetzt erst auf das Kaninchen nicht getroffen? Die sind aber auch sehr flott und flink und Nee, ich bin einfach zu dumm. Nein. In die Richtung, wo du gerannt bist, im Übrigen, sind Wölfe. Bloß so, nebenbei. Da sind Hirsche. Mhm. Das wäre eigentlich auch ein geiler Spot, so vom Ding her. Da könntest du die Ruine schön mit einbauen und sowas, ne? Hm, das könnte man machen.
aber ist, glaube ich, auch ein schwieriger Spot, weil tatsächlich hier ist alles nur Birken. Sprich, du kriegst natürlich bloß pro Ding zwei Sachen. Übrigens, wenn du hier ins Wasser reingehst, bist du dann sauber. Weil es tief genug ist. Okay. Das ist ja höchst interessant. Drum renne ich wahrscheinlich in Seven Days auch immer ins Wasser, weil ich hoffe, dass ich dann sauber werde. Ach, du wirst aber nicht sauber bei Seven Days. Du bist zu schmutzig. Was denkst du, wie wir heute, also an dem Tag hier im Medieval, bauen wir noch ein Haus heute? Schwierig. Kann ich nicht genau einschätzen. Gehen wir erstmal zu der Ruine da drüben. Die erblicke ich im Horizont. Naja, du witterst den Loot, das ist es. Ja, wenn wir in die Stadt gehen, können wir es verkaufen. Dann ist ich vielleicht auch noch einen Rucksack krieg heute. Diese Looter-Queen, ne? Wirklich? Ich hab den scheiß goldenen Ring hier an, ne? Der bringt 375. Hast du Frodo den Ring der Macht geklaut? Was ist los mit dir? Ich habe vorhin den Ring geklaut, der Tante, die oben stand und auf den Ring gesucht hat. Ich bin ehrlich, mich wundert hier nichts mehr. Du darfst hier unten erstmal looten. Okay, dann darf ich hier unten looten. Das ist sie nicht großzügig. Ja, dann lootet einer hier unten und einer oben. Wie strategisch mit dem Looten sie ist. Ja, muss man ja doch ein bisschen aufteilen. So, auch immer in Fensterbretter und so gucken, weil da gibt es zum Beispiel auch mal so Bierflaschen oder Tonkrüge oder sowas, ne? In so Regalen. Ja. Bringt alles Geld. Und da oben ist nämlich auch sogar eine Axt, eine Bronze-Axt. Mhm. Guck mal, du kannst hier unten, ja genau, ich wollte gerade sagen, du kannst sogar hier unten so noch looten. Mhm. Ja, und da drinnen war ich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal Richtung, also wir könnten jetzt aber auch weitergehen Richtung Skauki, dass du auch mal eine andere Stadt siehst. Mhm. Guck mal, ich habe einen Wegpunkt hingesetzt. 500 Meter. Naja, wenn es weiter nichts ist. Genau. Wir müssen halt im Wald ein bisschen aufpassen, wenn wir so querfeld einrennen. Aber ich denke, wir sind da ganz gut geübt drinne mit Seven Days mit den Zombies. Ich denke auch. Wir dürfen nur nicht in irgendeine Mine reinspazieren und dann runterfallen. Du rennst auch jedem Tier hinterher, kann das sein? Ach ja, im Real Life sind das Frauen. Das Coole ist halt mit den Looten am Rand, da sind da manchmal auch zum Beispiel so Klamotten drin für den Winter. Ne, die Ruine nehmen wir jetzt. Holen wir uns die Ruine erst? Ja, komm. Ja, zack, einmal durchs Wasser durch. Wie bereit bist du zum Kämpfen? Es ist, die einen sagen, ich bin ein krasser Dude, die anderen sagen, nicht so. Okay. Wir werden es sehen. Hat es bei dir auch aufgeblinkt? Jagdgebiet entdeckt? Nö. Oh. Also drin ist keiner. Nee, aber schau, hier liegen zum Beispiel jetzt ganz viele Flaschen und so rum. Ja. Das ist alles, was wir zu Geld machen können. Weil das können wir später mal selber herstellen, wenn wir es brauchen. So Bierflasche zum Bierbrauen und so ein Scheiß, ne? Ja. So ein Scheiß, sagt die Bayerin. Ja, das ist halt tief in dir verankert. Damit müssen wir leben. Ja. Übrigens, wenn du hier stehst und nach Südosten schaust, ein bisschen hinter die Bäume,
Siehst du, ob ich gefragt habe, ob du bereit bist zum Kämpfen? Ach, der Bär. Jetzt habe ich ihn gerade erkannt. Ich dachte erst, es wäre ein Stein gewesen. Nee, die Bären machen ganz, ganz arg Aua. Das ist wieder der Vergleich mit Seven Days. Auch da möchte ich keinem Bären auf die Schnelle begegnen. Achso, der hat bloß Fug gemacht wegen Hitze. Aber ich könnte was essen schnell. Jawohl. So, weiter geht's. Ajo. Mit dem Ajo hast du es aber auch so ein bisschen, wa? Schon, Ajo. Ach ja. Oh, klein Stanis Mütchen. Ja. Müde? Ja, etwas müde. Lass das Internet mal weg sein und dann bist du nicht mehr müde. Ich trinke hier unten mal kurz einen Schluck. Mach mal. Bisschen erfrischen. Mhm. Da sitzen welche. Guten Tag, die Damen und Herren. Ja, und das sind nämlich, siehst du auf der Karte, ganz viele, also auf der Karte, oben ja. In der Reise siehst du ganz viele Männchen. Da, wenn du jetzt Alt drückst, dann siehst du unter den Namen, also siehst du neben den Namen so Männchen und unter den Namen sind so Sachen mit Fähigkeiten. Hm. Das sind. Du könntest mir also theoretisch anwerben, ne? Genau. Deswegen die Frage, aber ich sehe gerade, da ist keiner mit Gewinnung. Das ist das erste. 3. Ja. Deswegen nein. Können wir hier gerade für unseren Holzschuppen gar keinen gebrauchen. Das ist aber schade. Aber vielleicht haben sie andere Qualitäten. Ja, ich glaube, Jäger habe ich was gesehen mit 3 und sowas. Das steigert sich dann auch mit der Zeit. Es gibt auch welche, die haben auf alles bloß 2, die sind halt dann alles können, so ungefähr, ne? Ja. Ja, ah, und hier ist das nächste kleine Dörfchen. Süß. So eine Schmiede finde ich, glaube ich, aber auch ganz cool. So was brauchen wir auch, Kasi. Ja, kriegen wir. Ich tue hier jetzt mal kurz das Zeug verkaufen, was ich habe. Hm. Jetzt auch die Bronze-Axt. Sicher würde ich gerne noch aufheben, weil es ist immer schwierig, da dran zu kommen. Den Ring verkaufen wir aber. Ja. Kupfererz nehme ich mit. Das Bier brauchen wir jetzt nicht. Diese Tränke, die sind auch für mich komplett für die Katze. Nee, die Katze hat mit dem Internet zu tun. Stimmt. So, und jetzt habe ich nämlich 2000 Gold. Heißt, wenn wir jetzt dann in die Hauptstadt gehen, kann ich mir auch sowas kaufen. Oh, ist aber auch hübsch. Hier so ein kleines Dreieck und dann in der Mitte so ein Bäumchen. Ja. Ach, du bist noch da oben unterwegs. Ja, ich wollte gerade mal gucken, was der so im Angebot hat. Einfach mal durchgucken. Ja. Na klar, guck mal. So, den möchten wir gerne verkaufen. Mit dem können wir nicht anfangen. Der hier auch. Ja, das hier auch. Das ist ja... Ach so. Was wollen wir damit, ne? Wenn du mal Kinder siehst, die wo spielen... Hauen, oder? Nee, hör mal zu. Nee, ich glaube, Kindergespräche sind ganz weird. Weiß ich nicht, wenn du so ein Kame, wie geht das? So Anime-Richtung des Zeug? Ja. Das ist sowas, schreien die dann tatsächlich. Okay. Finde ich tatsächlich schon irgendwo niedlich, muss ich sagen. Ja, ist schon süß dann. Ich werde ja mal hinhören. Hier können wir auch Esel kaufen, sehe ich gerade, weil irgendwann können wir uns einen Packesel holen. Satteltaschen und Sattel brauchen wir jetzt noch nicht, logischerweise. Okay. Oh, da hinten ist auch eine Ruine, Stan. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Du meinst gewittert. Nee, tatsächlich habe ich die auch, wo ich... hier war ich schon mal. Da habe ich die aber nicht gesehen, tatsächlich. Vielleicht ist es auch keine Ruine und es gehört dazu, dass das so eine Fischerhütte ist. Und ich klaue jetzt halt von aus Versehen was. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Irgendwo. Ach, da. Ist schon wieder einmal quer durchs Dorf.
Und ich glaube, das ist doch eine Ruine, weil da muss man ein bisschen hüpfen. Okay, ich sehe schon, wo sie hin ist. Oh, hier ist eine Eisenachse. Ich brauche es prinzipiell nicht herkommen, ich loot einmal alles. Gut, ich bin nicht verwundert. Oh, ja, das ist doch eigentlich alles leer. Tatsächlich, ich habe jetzt hier hinten, glaube ich, bloß zwei Fischerspeere und das war's. Das hat sich nicht rentiert. Okay. Gut, dass du nicht hier hintergekommen bist, weil das wäre blödsinnig gewesen. Ja, da sehe ich mich aber auch ein bisschen. Also bei blödsinnig, das ist mein Ding. Da. Ja. Dann könnte man noch in die Ding. Du musst wohl irgendein Tier jagen. Nein. Füchse jagt man nicht. Warum nicht? Das sind liebe Tiere, süße Tiere. Ja. Aus denen kann man viele Sachen machen. Ich habe jetzt auch wieder was gefunden, was nochmal richtig schön Kohle bringt. Vielleicht kann ich uns beiden sogar noch jeweils eine Gürteltasche kaufen. Oh, guck mal, wie süß die kleinen Esel sind. Ja. Vor allem, die sind so nicht mal teuer, ne? Die Esel. Da geht noch was. Oh, da drüben ist noch was. Wir müssen alles mitnehmen, wo Geld bringt, einfach. Weil ich schätze, die Klamotten werden wir uns bis zu dem Winter kaufen müssen. Das kriegen wir hin. Ich werde einfach viele Tiere jagen und dann... Genau, Fleisch braten, das Verkaufen bringt tatsächlich einiges. Ja. Oh ne, hier drüben ist nichts. Wir treffen uns vorne bei dem Lagerfeuer, wo die Leute sitzen. Okay. Also du kannst natürlich noch gucken. In Ruhe. Ich will nur ganz kurz was gucken. Und mal schauen. Das wäre, glaube ich, hier. Okay. Okay, prima. Das wäre dann hier, das wäre dann... Okay. Okay, meckernde alte kleine Omi, das war ja niedlich. Ich bin zu alt für dies, zu jung zu das und überhaupt. Ich mag meckernde Menschen. hier steht eine Truhe mitten auf der Brücke. Ja, gegebenenfalls aber nicht looten, wenn daneben Stehlen steht, ne? Nein, steht auch total senkrecht. Das ist super interessant. Ich habe über das Leben nachgedacht, Kasi. Übers Leben. Ich hatte aber gerade auch tatsächlich, der Schmied hat bei mir keinen Körper gehabt. Nein, also das Ding hieß wirklich Interesting Chest. Also das war eine echt interessante Truhe. Wow. So hieß das Ding mit Namen. Und als Dialog hatte ich übers Leben nachdenken. Das war interessant. Hast du was dafür bekommen? Nein. Langweilig. Ich würde gerade schauen wollen, dass ich meine Überlebensfähigkeit noch steige, aber das ist einiges, was ich da sammeln muss. Deswegen schmeiße ich mal Stein und Stock nochmal raus. Stock und Stein. Ja. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir einmal nach Piastrovia, wo wir im Krankenhaus waren. Genau, hier, ne? Piastrovia. Warte. Sekunde. Immer mit der Ruhe. Genau. Wenn ich eingeschlafen bin, weißt du Bescheid. Gehen wir nach Piastrovia und kaufen uns ein Bäumchen. Und mir einen Rucksack und vielleicht auch für uns beide Gürteltaschen. Ja, wir sind aber optimistisch drauf heute, junge Dame.
Ja, ein bisschen was müssen wir noch erreichen. Also ich noch zumindest erreichen. Pia Stovia, genau, da lang. Ich finde die Welten so schön. Ja, das ist schon. Erinnert mich ein bisschen an The Witcher. Habe ich ja nie gespielt. Oh, ist eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich hatte also überlegt, die Serie ist zu gucken. Die Serie ist am Anfang sehr verwirrend, aber ist eine richtig gute Serie. Mal gucken. Also ich hatte überlegt, ob ich sie im Urlaub nochmal anfange, die Serie. Nur, dass sie jetzt den Hauptdarsteller für die nächste Staffel gewechselt haben, finde ich ein bisschen, naja. Ja, irgendwie ist doch jetzt auch der Liam Hemsworth oder so dabei, wo alle so enttäuscht waren, wie der ausgeschaut hat dann. Ja, das Ding ist, der Henry Cavill der war halt quasi prädestiniert dafür. Lass den Bären in Ruhe. Im Übrigen, diese Emotes-Zeug kannst du auf B drücken, dann hast du so ein Rad. Ja, das hatte ich schon gesehen. Ach so, cool. Da ist halt eine Mine dahinter irgendwo, ne? Aber habe jetzt auch nicht näher erkundet, habe ich ein bisschen Angst gehabt vor den Bären alleine. Da warten wir mal, bis wir mal ein paar richtig gute Pfeile haben und sowas. Jawohl, ja. Sagen. Ach komm, geh mal querfeldein. Nee, geh mal den Weg lang, vielleicht finden wir so einen Wagen am Weg. Ach, wie sie wieder auf Loot hofft, ne? Auf Loot. Der Schuss, ja, aber ist auch schon. Schau, das ist wieder Hinkelstein von Asterix und Obelix. Muss ich gestehen, habe ich nie wirklich geguckt. Euch auch nicht alles. Also ich fand Obelix ist immer sehr weird. Der hat mir immer ein bisschen. Weiß nicht, vom Charakter würde ich ihn mit Benjamin Blümchen gleichsetzen. Ja, wenn es aber im Fernsehen gekommen ist, habe ich es geschaut, ne? Ach, guck mal. Eisenerz, Säckchen. Münzen! Eisenerz. Passt. Also da glaube ich, kann ich uns echt beiden noch die Gürteltasche auch holen, dann können wir richtig viel tragen. Hast du gerade wieder irgendwas gemacht, was ich nicht gesehen habe? Nein, wie könnte ich? Da war ein Fuchs, ich habe ihn verjagt. Okay. Wollen wir auch gucken, was hier so am Lagerfeuer wohnt? Ja, natürlich. Dann biegen Sie bitte links ab. Du musst ja auch irgendwann eine Frau suchen. Das kriege ich nicht mal Real Life hin. Also. Was denn? Also 19 und immer noch Single Lady, also ihr Leben ist vorbei. Ja, die ist 29, die andere. Ja, ja, die ist kurz vor Ende. Aber das war's dann auch tatsächlich. Da sitzen jetzt echt nicht viele gute, muss ich gestehen, ne? Also die jetzt passen würden. Ja. Können wir die nicht noch irgendwie hocharbeiten oder so? Ja, du kannst mal spaßeshalber mit einfach mal zu einem hingehen. Ich gehe mal zu ihm. Dann hast du verschiedene Sachen wie Romantik, ist dir letztes Jahr was Interessantes zu angekommen, da kriegst du dann Quests sozusagen, wo du Quests findest. Wo finde ich, kannst du fragen wegen Händler und sowas und unterhalten. Das andere mit, ich bin gerade bei einer neuen Siedlung aufzubauen, wäre ich sehr glücklich, wenn du es erstmal nicht drücken würdest, wenn wir jetzt da gerade keinen einladen wollen einfach. Ja, alles gut, alles easy. Auf jeden Fall bei unterhalten kannst du mich fragen, worin bist du besonders begabt? Und dann sagen die zum Beispiel, ich liebe es, meine Beute durch das Unterholz nachzustellen. Es ist unvorhersehbar und aufregend. Jede Jagd ist ein einzigartiges Erlebnis. Heißt, der mag gerne jagen. Ach, mit dem tue ich mal kurz ein bisschen Romantik. Wie alt ist denn? 19, ja. Komm, mach ich mal kurz hier Romantik ein bisschen. War klar. Weil dann, würde ich jetzt gerade mit jemandem schon ein bisschen so connecten. Wenn ich stehe in Unterwäsche, hallo? Ja, also heutzutage wäre das ein Polizeieinsatz wert.
Der dann Jäger ist tatsächlich. Also wäre da mein Ehemann, könnte dann Jäger sein. Das ist ja dann auch schon mal gut, so, ne? Also meine Frau stecke ich in die Mine. Gewinnung ist das normalerweise. Naja, ich habe sie dann auch gewonnen. So, dann gucke ich mal hier runter zu der Schneiderin. Die suchen jetzt aber noch nicht Pin, oder? Schon ein bisschen früh. Ja. Nee. Zeig mir deine Ware. Jetzt verkaufe ich erst noch ein bisschen überflüssige. Ach, wieder verklickt. Also die Steuerung muss ich noch ein bisschen üben. Ja, mein Gott. Also ich habe mir jetzt einen Rucksack gekauft und dann hole ich uns beiden noch die große Gürteltasche. Ach. Brauchst du noch irgendwas? Nee, also da jetzt gerade nicht. Ein Bäumchen müssen wir noch kaufen. Ja. Dann müssen wir die Händlerin suchen, die wo... Landwirtschaftswaren verkauft. Mhm. Bist du bei mir? Nein, ich hatte mit dem Händler gequatscht. Ach so, okay. Ich komme aber in deine Richtung. Wir treffen uns gleich in der Taverne einfach, würde ich sagen. Wo ist denn die Taverne nochmal gewesen? Ach da, ich habe sie gefunden, alles gut. Super. Kein Grund für Panik. Was wollen wir... Ach nee, die hat... Hä? Sir, ich bewundere ihr Rhythmusgefühl. Oh, die Baden sind gerade da. Das sind die drei Baden. Viel verrückter ist, die Frau hat gerade zweistimmig gesungen. Guck mal, schenke ich dir. Bitte einmal anlegen. Okay. Naja, das kriegen wir hin. Hab ich ausgerüstet. Und jetzt hast du 65 Kilogramm plus Überlastung. Ja, jetzt kann ich alles tragen. Jetzt nehmen wir das ganze Haus hier mit. Komm, wir ziehen die Taverne jetzt zu uns ins Dorf. Ich finde das schon cool, weil das sind tatsächlich drei Tschechen, glaube ich, wo das, also die wo das extra gemacht haben, die Songs dafür. Ja. Ich habe es selber noch nie gesehen bei mir. Ja, mit mir ist, also, ist jeder Tavernenbesuch auch eine große Freude. So sagt ja, man ne? zumindest. Und eine schöne Stimme hat sie auch. Das sollte man meinen.